Der deutsche Meister Adolf Andersen steht für die glanzvolle Krönung, aber auch das Ende der romantischen Ära im 19. Jahrhundert. In Schonbergs »Die Großmeister des Schachs« heißt es über ihn, selbst manche seiner Gegner gerieten in Ekstase über die Brillanz seiner Attacken. Seine Kombinationen erinnerten so sehr an schwarze Magie, dass seinen Widersachern vor Staunen und Bewunderung der Atem stockte. Nach außen wirkte alles an ihm bieder und beschaulich. Er führte das Leben eines gutbürgerlich-konservativen Mathematikprofessors in Breslau, wo er praktisch sein Leben lang blieb. Ein Mann, der keine Feinde hatte und nicht in die Schlagzeilen geriet, außer wenn er am Schachbrett so richtig loslegte. Sein Gegner in der immergrünen Partie in Berlin 1852 war auch kein Unbekannter. Jean Dufresne war der Autor des beliebtesten und meistverkauften Schachlehrbuchs seiner Zeit und ein bekannter Meister. Andersen hatte Weiß und eröffnete im Stil seiner Zeit mit E2, E4 und natürlich Dufresne, E7, E5 mit dem Königsbauern. Jetzt kam der Springer raus, greift den Bauern E5 an und entsprechend deckt der Springer mit C6 und die Entwicklung der Läufer, Läufer C4 und Läufer C5, also eine ganz normale, ruhige italienische Partie könnte das werden. Zum Beispiel, wenn jetzt Weiß mit dem Bauern einfach nach D3 ginge. Aber nein, Andersen hatte hier etwas anderes geplant. Er war ein Anhänger des Angriffsschachs, des romantischen Schachs und er spielte B2, B4, das sogenannte Evans Gambit. Es heißt, dass der Schiffskapitän Evans das auf einer Dampferfahrt auf der Themse dieses Gambit gefunden hat. Und man reibt sich verwundert die Augen, ist der Bauer nicht einfach zu nehmen? Kann Schwarz ihn nicht einfach mit dem Läufer, eventuell auch mit dem Springer, was aber nicht so gut wäre, nehmen? Natürlich, er kann und er nahm ihn, Läufer B4 und sicherlich kannte Dufresne, dieser bekannte Theoretiker, das auch, aber jetzt hat Weiß die Gelegenheit, mit C2, C3 den Läufer anzugreifen und ein Tempo zu gewinnen, um das Zentrum zu bilden. Wir werden es gleich sehen. Der Läufer geht jetzt nach A5 zurück und Weiß bildet jetzt mit D4 und E4 dieses starke Zentrum. Später, und es ist eine Empfehlung des späteren Weltmeisters Emanuel Lasker, hat man gesehen, dass Schwarz am besten tut, jetzt diesen Bauern auf D4 zu verschmähen und stattdessen D7, D6 zu spielen. Weiß wird zwar den Bauern zurückerobern, aber nichts, einen feuchten Lehm im Grunde haben. Wir können uns die Variante mal anschauen. Weiß nimmt jetzt auf E5, Schwarz nimmt wieder, es kommt zum Damentausch, der Springer nimmt wieder und jetzt hat Weiß den Bauern schon zurückerobert, aber nach Läufer E6 kann wirklich Schwarz beruhigt die Hände in den Schoß legen. Er hat in der Partie im Grunde kaum noch etwas zu befürchten. Ich setze mal zurück, das war also jetzt nur eine Variante. Stattdessen nahm hier Dufresne auf D4 und auch durchaus nicht schlecht. Und mein Gott, also so ein Bauern. Und wir sehen, der Bauer auf C3 kann nicht wieder nehmen. Er ist durch den Läufer auf A5 gefesselt. Natürlich hatte das Andersen alles vorbereitet und hat jetzt einfach kurz rochiert. Er geht mit dem König aus der Fesselung heraus. Und wenn jetzt auch noch Schwarz auf C3 nehme und dann die Dame nach B3 käme und Dame Läufer auf diesen neuralgischen Punkt, auf diese Achillesferse im schwarzen Lager F7 drücken, das wäre im Allgemeinen doch etwas zu viel des Guten. Man kann es spielen, aber es ist äußerst gefährlich. Und deswegen, ich setze mal zurück, hat sich hier Dufresne dafür entschieden, um auch andererseits dem Weißen nicht die Möglichkeit zu bieten, mit C3 mal D4 im nächsten Zug genau dieses erwünschte starke Bauernzentrum mit D4 und E4 zu bilden, dachte er, dem spiele ich jetzt einfach D3, das Haar in der Suppe und mit dem schönen Bauernzentrum ist es weit und breit nichts. Aber Andersen, statt jetzt einfach hier den Bauern sofort wiederzunehmen, auch möglich natürlich, er spielte stattdessen Dame B3, also wiederum dieser Zug und Dame Läufer und greifen hier auf F7 an. Ja, was tun für Schwarz? Wenn er jetzt zum Beispiel hier mit der Dame nach E7 geht,
dann kann der Läufer nach A3 kommen, unter Entwicklung, und er greift auch die Dame auf E7 an. Schwarz spielt D7, D6, aber immer wird jetzt schon der Vorstoß E4, E5 über dem Haupt des Schwarzen schweben. Das ist unangenehm. Ich setze zurück. Also es war Läufer Dame B3 gespielt und jetzt spielte Dufresne Dame F6. Der Zug hat natürlich auch seine Schattenseiten. Und es ist, denn wie auch immer, Weiß kann in jedem Fall sofort E4, E5 spielen. Warum geht das? Wenn jetzt der Springer den Bauern wegnimmt, dann kommt der Turm nach E1 und fesselt den Springer in der E-Linie. Der schwarze König steht dahinter, also eine äußerst unangenehme Fesselung. Schwarz muss D7, D6 spielen, aber jetzt Dame B5 gibt dem König Schach und greift gleichzeitig den Läufer an. Der Läufer geht verloren und natürlich damit die Partie. Also so ging es nicht. Und das heißt, Schwarz musste den Bauern hier, diesen Bauern, stehen lassen und ging mit der Dame nach G6. Und jetzt, trotz alledem, Turm E1. Der Turm ist auf jeden Fall hier auf der E-Linie sehr nützlich. Und Schwarz setzt auch jetzt die Entwicklung mit Springer E7 fort. Aber wird jetzt auch, der Läufer kommt nach A3 und diese Diagonale des Läufers zum Springer ist also durchaus gefährlich, spielt immer eine Rolle. Wir werden es später noch in der Partie sehen. Aber jeder moderne Meister hätte jetzt wahrscheinlich trotz alledem die kurze Rochade gemacht. Zwei Bauern sind zwei Bauern, die Schwarz im Moment mehr hat. Und Weiß muss erstmal beweisen, dass sein Angriff das wirklich wert ist, obwohl er natürlich eine schöne Angriffsstellung hat. Aber ganz im Stile der Zeit, auch Dufresne hat also hier von der Rochade Abstand genommen und stattdessen so praktisch ein Anti-Evans-Gambit B7, B5 gespielt. Ja, und Andersen hat sich da nicht zweimal bitten lassen. Immerhin, so kann er schon einen der Bauern zurückgewinnen. Dame schlägt B5, aber Schwarz hat eben jetzt auch mit Turm B8 und dem Angriff auf die Dame seinerseits ein Tempo gewonnen. Die Dame muss zurück nach A4. Und jetzt kommt der Läufer nach B6 und schaut schon mal ganz schön hier nach F2. Also auch ein Wunderpunkt im schwarzen Lager eventuell. Weiß spielte Springer D2, vollendete damit die Entwicklung all seiner Leichtfiguren und Schwarz entsprechend Läufer B7. Und wenn wir uns jetzt mal gerade diese beiden Läufer anschauen, beide schauen, der Läufer von B7 bis nach G2, durch manche Hindernisse, latent, aber doch, und der Läufer von B6 nach F2, also noch viel direkter. Außerdem ist hier auch noch die Dame, die nach G2 schaut, also durchaus eine furchterregende Konstellation. Der Springer kam jetzt nach E4, unterbricht so quasi die Diagonale des Läufers nach G2. Und jetzt war sicherlich das nicht der glücklichste Zug von Dufresne. Er spielte Dame F5. Er zieht also irgendwie auch so etwas sinnlos so hin und her. Und natürlich nahm jetzt Andersen den Bauern auf D3 und droht schon zum Beispiel Springer F6 mit Schach. Und dann ist die Dame durch den Läufer ja nicht nur bedroht, sondern weg. Also sprich, an Dufresne musste jetzt nochmal mit seiner Dame ziehen und ging nach H5. Damit ist sie zwar aus dem Weg, aber immerhin, einige Züge gingen hier verloren. Und jetzt hätte Andersen durchaus mit Springer G3 und Angriff auf die Dame, die ziemlich bedrängt aussehen lassen können. Wohin soll die sich wenden? Letztendlich ein gewaltiger Vorteil für den Weißen in dieser Stellung, aber Andersen eben selbst ein Kind seiner Zeit.
Er wollte auch romantisch spielen, er wollte angreifen, wir haben es ja schon gehört. Und der Versuchung konnte er nicht widerstehen, hier mit Springer F6 Schach dem König Schach zu bieten, aber auch natürlich eine Figur zu opfern, aber auch Linien zu öffnen. Und da diese Schach natürlich auch ein Angriff auf die Dame, die Springergabel beinhaltet, musste Schwarz natürlich den Springer nehmen. Und der Bauer nimmt jetzt wieder und schaut gar nicht schlecht aus. Der Bauer greift den Springer an. Außerdem ist ja hier auch die Fesselung durch den Turm. Der Springer kann also nicht ziehen, geht also in jedem Fall verloren. Andererseits hat sich jetzt eben durch diese Öffnung des Spiels auch die G-Linie für Schwarz geöffnet. Und wir sehen schon hier die G-Linie zum schwarzen König. Und vergessen wir es nicht, auch der Läufer liegt ja latent hier zum Punkt G2. Und schlussendlich, die Dame droht jetzt auf F3 einfach zu nehmen, den Springer, weil der Bauer G2 ja auch gefesselt ist. Also all das ist jetzt auch für Schwarz möglich. Und trotzdem, als kümmerte es ihn alles nicht, zog Andersen hier Turm AD1. Vielleicht auch nicht der allerbeste Zug. Und Läufer E4 war vielleicht ratsamer, sicherer. Aber, mein Gott, der Mut von Andersen und vor allem diese herrliche Schlusskombination. Also, was wäre alles eben nicht geschehen, wenn es nicht so gekommen wäre? Wir werden es gleich jetzt sehen. Jetzt nahm Schwarz auf F3 den Springer weg und droht unmittelbar matt auf G2. Turm und Dame bedrohen den Bauern G2. Ja, und dagegen ist schwer etwas zu machen, wenn der Bauer aufzieht einfach. Dann ist die Diagonale von B7 nach G2 wieder brandgefährlich. Auch da wird Weiß verlieren. Also musste hier Andersen, er war jetzt im Bedrängnis. Er musste unmittelbar, es musste nur noch Schach, Schach, Schach sein. Und er nahm mit dem Turm den Springer auf E7 mit Schach. Und wir werden gleich sehen, wenn der Springer jetzt wieder nimmt, dass in der Partie war das, wenn der den Turm wieder nimmt, das ist die Partiefortsetzung. Aber was wäre eigentlich geschehen, wenn der König nach D8 gegangen wäre? Dann wäre dieser Turm auf E7, wäre ihm gefolgt, mit Schach. Und wir lassen den König jetzt noch nach C8 gehen. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Nach wie vor, diese schreckliche Mattdrohung über dem Haupt des Weißen. Außerdem, im Falle eines Falles, ist auch immer noch mal der Turm hier angegriffen. Und eigentlich ist jetzt für Weiß gar nichts zu sehen. Aber jetzt dieses wunderbare Turmopfer. Der Turm gibt dem König Schach. Und dreifach kann er genommen werden. Durch den König, durch den Springer und durch den schwarzen Turm. Schauen wir uns doch einfach mal die Möglichkeiten an. Wenn der Turm jetzt auf D8 wieder nimmt, dann fesselt er nicht mehr den Bauern G2 und der kann jetzt einfach die schwarze Dame nehmen. Also, so geht's nicht. Und wenn der König jetzt den Turm nimmt, dann einfach Läufer E2. Der Turm gibt dem König Schach. Gleichzeitig greift der Läufer die Dame an. Die Dame geht verloren. Auch das natürlich zugunsten von Weiß. Ich setze wieder zurück. Und wenn schließlich jetzt der Springer den Turm genommen hätte, aber da kommen wir eigentlich dahin, was wirklich in der Partie gespielt wurde. Lassen wir diese Fortsetzung jetzt mal ruhen, sondern gehen wieder zu dieser Stellung zurück, so wie es wirklich war. Und hier hat Dufresne jetzt auf E7 den Turm geschlagen. Und wieder steht Weiß vor dem Dilemma, was tun? Weit und breit kein Schach in Sicht und stattdessen aber hier matt, der Läufer droht auf F2, also an allen Ecken ist Weiß vom Matt bedroht, schier ausweglos verloren. Aber diese Kombination hat Andersen natürlich nicht nur vorausgeahnt, er hat sie vorausberechnet, schon etliche Züge vorher und jetzt kam dieses wunderschöne Damenopfer,
Die Dame gibt dem König Schach. Ja, mein Gott, wenn der jetzt also hier nach F8 auswiche, dann fiele der Springer auf E7 mit Schach und Matt. Also so ging es natürlich nicht. Der König hat also jetzt die Dame genommen und jetzt Läufer F5 gibt dem König Schach und gleichzeitig gibt der Turmschach. Also ein Doppelschach, ein Doppelabzugschach. Und sowohl der Turm ist bedroht durch die Dame, als auch der Läufer durch Dame und Springer. Aber, weil es Doppelschach ist, kann keine der beiden Figuren, weder der Turm noch der Läufer, geschlagen werden. Beim Doppelschach muss immer der König ziehen. Und wenn der König jetzt zum Beispiel nach C6 gegangen wäre, dann hätte ihn mit Läufer D7 dieses schöne Matt ereilt. Und die Felder C5 oder D6 sind dem König durch den Läufer A3 verwehrt. Und gleichzeitig deckt eben der Turm den Läufer. Also so wäre es matt gewesen. Und wenn der König, wie es wirklich in der Partie geschah, nach E8 zurückgeht, dann kommt eben Läufer D7 Schach. Und egal, wohin der König sich wendet, jetzt nach F8 oder nach D8 in der Partie, ging er nach D8. Es kommt einfach, Läufer schlägt E7 mit Schach und Matt. Sie sehen, Schwarz hat so viel Material mehr. Eine ganze Dame und einen Turm. Und trotzdem hat das restliche weiße Heer hat ihn mit diesem herrlichen Matt besiegt. Und nicht umsonst wurde diese Partie die Immergrüne genannt. Nach dem späteren Weltmeister Wilhelm Steinitz, der sie eine Immergrün im Lorbeerkranz der besten Schachpartien nannte.